Okay, Konzentrierungen. Was wolltest du tun? Grüne Tränke bauen, damit die Forschung weitergeht. Mit der Forschung dann später Essen und Trinken herstellen, zusätzlich zu dem Sauerstoff, den wir schon haben. Mauern. Mauern. Mauern automatisieren klingt sehr, sehr sinnvoll. Und sofort eine Mauer ziehen um die Tanks unten und um das Schiff. Und Stahl automatisieren bin ich mir nicht ganz sicher. Weil mit dem Eisen muss ich schauen, wie sich das ausbalanciert. Ja, okay. Das ist ein gutes Grundgerüst. Start. Licht. Licht wäre auch noch ganz schön. Also Bau, grüne Tränke, Schnapp, Eisen. Die blauen Ärmchen habe ich vergessen. Die wollten wir noch bauen, um das hier schneller laufen zu lassen. Und Mining Drills. Stimmt. Sonst kriegen wir hier bei weitem nicht genug Erz, um das auch nur ansatzweise gut laufen zu lassen. Dementsprechend brauchen wir Fließbänder, die ich oben abhole. Da. 100 Transport Belts, sehr schön. Beschränk dich mal auf 2 Stacks, das sollte reichen. So, Ärmchen. Gut. Nimm, 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 nimm. Hier. Runter, 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 runter. Da durch. Da lang und dahin. Habe ich noch mehr von denen? Nein. Aber ich brauche mehr. Definitiv mehr. Immer, immer mehr. Bob dich mal spaßeshalber da ein. Okay. Jetzt fangen die hinteren auch schon an zu arbeiten. Das ist sehr gut. Stromversorgung hatten wir einigermaßen sichergestellt und ich baue keine grünen Tränke. Go, go, go. So. Ich reiß mal die Forschungsdinger unten ab und baue die hier oben wieder auf. Und mach dich hier auch weg. War zwar eine ganz nette Idee, aber ne. Lauf, 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 lauf. Da. So, du kriegst noch Strom, ihr kriegt noch Ärmchen. Und dann lege ich jetzt einfach die grünen Tränke. Habe ich halbe Ärmchen? Oh nein! Das werde ich am meisten vermissen an Ditec. Halbe Ärmchen. Aber gut, tu das dahin, tu das dahin, tu da die Tränke rein und go. Damit sollte jetzt die Forschung auch relativ flott gehen. Ich muss nur dafür sorgen, dass ich die Kiste mal wieder nachfülle mit neuen grünen Tränken. Flop. Und die hinteren sind immer noch nicht ausgelastet. Die sich gerne da nicht angehen. Bau mehr verdammte Drills. Solange bis die ganze Karte rot vor Smog ist. Ich tapp gerade mit M rum. Es gibt. Oh, Strom. Wie, was? Warum kriegst du keine Kohle? Okay, besser. Viel besser. Ich habe gerade mit M rumgedrückt. Es gibt keinen Smog. Also es gibt einen Pollution-Wert, den man da sieht, Pollution 3. Aber auf der Karte kommt nichts rot, auch wenn ich M drücke und ne, hier rumtappe mit L, mit M und Alt. Passiert nichts. Also es gibt einfach keinen Smog, spieltechnisch gesehen anscheinend. So viel zu Ökogon. Du. Der war ja kurz beim Gespräch gewesen. Ob ich jetzt bei Hardcoreo wieder auf Ökogon wechsle, weil es ja doch gefährlicher sein könnte und und. Ich denke, damit wäre das gegessen. Strom da. Noch eine Basis. Wir sind bei 12 Basen inzwischen. Was nicht so schön ist. Wow, mehr grüne Tränke. Ja, Problem ist auch, dass die grünen Tränke sich gerade da hinten stauen, wo sie gar nicht wirklich gebraucht werden. Mach das nochmal. Tu die nochmal hier rein. Die roten klaue ich mal so von Hand und schmeiße sie da rein. Damit nicht irgendeine Fabrik stillsteht, nur weil das Fließband voll ist. Das wäre auch ein bisschen doof. Okay. Oil Processing ist eine Arbeit. Stein und Stahl. Stahl immer so ein bisschen von Hand herstellen, war der Plan. Und ich sollte jetzt auch genug haben für die schwere Rüstung. Nein, Kupferplatten fehlen. Ja, Kupfer ist kein Ding. So. Und für Stein. Kupfer ist echt kein Problem.
Für Steinmeier ist einfach direkt hier hinten dran. Nimm. Nee, nimm es aus der Kiste. Nicht direkt, sondern erstmal aus der Kiste. Damit sich das da nur voll aufstauen kann. So, tu es dann in einen Schmelzofen. Wofür ich gerne übrigens bald die besseren hätte. So, und tu es dann in eine Fabrik. Hier. Noch ein Ärmchen. Tu dich da rein. Noch ein Ärmchen. Bau nochmal ein paar mehr auf Vorrat und danach wieder grüne Tränke. Wo sind meine Ärmchen? Achso, die werden verbraucht für ihr. Lalala. So. Raus. Kiste. Brech die doofen Ärmchen ab. Gib mir eine Kiste. So, grün, grün. Da. Du stellst bitte her. Was? Achso. Mauern. Mauern. So. Zip. Wie schnell werden die Mauerstücke hergestellt? Schnell. Das heißt, es kommt hier auf ein schnelles Reinlegeärmchen an. Das heißt, ich baue mal ein blaues Ärmchen. Okay. Wird jetzt eine Weile dauern, bis wir genug Mauern haben, um irgendwas zu schützen. Aber ich hoffe mal, es lenkt irgendwelche Gegner zumindest schon mal ab, wenn wir ein paar davon aufstellen. Wo ist das blaue Ärmchen? Da. Zip, 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 zip. Gut. Hier hinten sieht es nicht gut aus, was Tränke angeht. Brauchst noch ein Feld. Das scheint sich geändert zu haben. Also früher war es so, wenn hier ein Ärmchen war, dann musste es die Sache nicht von hier nehmen, sondern es konnte sie schon von dem Ende von dem Feld nehmen. Dem ist anscheinend jetzt nicht mehr so. Das heißt, es muss wirklich direkt vor dem Ärmchen die Ressource liegen, damit es reingelegt wird. Du hast keine grünen Tränke, go. So, Stahl, das läuft, das läuft, das läuft, das läuft. Eisen sieht wesentlich besser aus. Und es scheint momentan jetzt eher daran zu hapern, dass die Dinger hier nicht schnell genug sind. Kann es sein, dass sich hier irgendwo was staut? Nö. Oh, sehr gut. Also wir können jetzt Wasser und Biomasse herstellen. Biomass Food. Also wir schmeißen Organic Food rein und kriegen das raus. Das heißt, unser Essen ist beschränkt, sehe ich das richtig, durch die Anzahl an Bäumen. Das heißt, wir werden irgendwann ausziehen müssen und Bäume jagen, um Essen zu bekommen. Interessant. Vielleicht können wir die Biter später essen, also zu Biomasse verarbeiten. Hm. Ja, das schaue ich dann mal. Jetzt allerdings erstmal... Das ist ein Minecraft-Ding. Ah, oh, gute alte Zeiten. Gregtech. Ja, nein. Ich brauche blaue Fabriken. Go. Du da, gib mir davon mal ein paar, obwohl ich so viel gar nicht brauche. Du da auch ein bisschen was rein, damit die Sachen hier arbeiten. Grüne. Braucht das Ding auch grüne Tränke? Nein. Sehr schön. Das heißt, alle grünen Tränke, die ich jetzt herstelle, sind schon mal ein kleiner Puffer für später. Du. Wir wollten... Na, das brauchen wir, die blauen Dinger. Geht also auch nicht. So, ich hätte gerne mehr Wasser. Bum, 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 bum. Was bist du? Fluid Tap. Pure Water. Light Liquid Hydrogen und Oxygen. Oxygen haben wir hier. Okay. Nimm mal dich da weg und mach das so. Pappt das irgendwie da so hin. Ah, das soll es sich nicht verbinden, richtig. Ich versuche jetzt hier die anderen Sachen herzustellen. Wo sind Rohre? Da sind Rohre. Mach mal die Rohre da festgetackert. So. Jetzt brauche ich nur noch die da. Da und da. Du stellst bitte hier Hydrogen. Shift rechts, Shift links. Hydrogen kommt ja nicht hier raus. Dann brauchen wir irgendwo, wird das hergestellt? In einem Chemical Plant, natürlich. Wäre ja auch zu einfach. Das heißt, davon zwei Stück. Dann haben wir gleich alles. Das also sieht zumindest so aus, als wenn man das gleich alles recht schnell herstellen könnte. Was aber auch gut ist.
Weil was ist, wenn am Anfang gleich irgendwas weggeschossen wird, dann muss man innerhalb von 5 Minuten gleich alles aufbauen. Das wäre ein bisschen Overkill. Dann bapp mal dich so dahin, tu dich da rein, hoff, dass es richtig rum ist. Ja, da kommt jetzt sauberes Wasser raus. Dann nehmen wir einmal sauberes Wasser hier, tun es in den Tank, um direkt daraus zu schlürfen. Und das andere saubere Wasser kommt hier unten lang und wird dann zusammen mit dem grünen Zeug aus einer Kiste hier reingetan. Du Biomass Food. Genau, du brauchst nur noch Strom, eine Kiste. So, und das ist auch ein Tank. Ja, das sollte ich mal ein bisschen vereinheitlichen. Haben wir Untergrundrohr? Wenn wir genug Eisen hätten, hätten wir genug Untergrundrohr. Dann nehme ich nämlich alle Tanks hier hin, dann muss ich einfach nur hier mich hinstellen, um alles aufzuladen, anstatt in drei Tanks abzulaufen, was ein bisschen doof wäre. Oh, bitte Untergrunddinge. Das ist, glaube ich, auch neu. Wenn man früher die Untergrundrohre gebaut hat, dann wurden die immer gleich im Zweierpack hergestellt. Einmal für runter, einmal für hoch. Dem scheint jetzt nicht mehr so zu sein. Also, wir können jetzt blaue Fabriken bauen, das ist gut. Wir können jetzt Hydrogen Cans herstellen. Muss ich schauen, was ich damit später mache. Und die Munitionsgeschichte. Ich glaube, ich nehme erstmal kleinprojektilige Sachen, weil ich bin mir relativ sicher, dass die ersten weiter nicht besonders groß sein werden. Also brauchen wir nur 100 rote Tränke. Das sollte ganz gut klappen. Untergrundteile. Hier, nach da. Und dann hätte ich gerne hier einen Tank, der sich nicht verknüpft. Ja, genau das wollte ich nicht. Muss es weiter runter. Nimm dich dahin. Es verknüpft sich auch, ne? Ja. Okay, dahin. Bau da, 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 da. Es verknüpft sich auch. So. Wieder mal nicht schön, aber es klappt. Und es ist bei weitem nicht genug sauberes Wasser drin. Okay, erste Speedmodule müssen unbedingt hier rein. Dann kommt hier ein Ausgang. Das geht hier hoch zu dem nächsten Tank. Tank. Dann kommt hier das Essen hin. Und hier kommt die Biomasse rein mit einem Ärmchen. Und da kommt dann gleich unser erstes Essen. Sapsch. Yummy. Ja, Wasser, Biomasse. Okay, einfach hier einmal lang laufen, dann wird alles aufgefüllt. Sehr schön. Schnapp dir Eisen, bau bitte blaue Fabriken. Und dann bauen wir hier die erste Gelbärmchenfabrik. Dafür brauche ich nur aber erstmal gelbe Ärmchen, um die gelben Ärmchen zu bauen. Du da. Rein, raus. So, Gun Turrets können gebaut werden. Gatling Gun kann gebaut werden. Komisches anderes Ding kann gebaut werden. Engines? Nein. Bessere Schmelzöfen. Das klingt sehr gut. Go. Brauche allerdings 50 Grüne. Das heißt, dafür muss ich auch wieder regelmäßig ein paar bauen. Weil die hier werden leider nicht reichen. Rote haben wir nicht genug. Woran hapert es bei euch, Jungs? So, dann klaust du wenigstens dann keine. Was wollte ich jetzt hier? Tu da mal welche rein. Tu da mal welche davon rein. Zack. Du stellst bitte her. Ärmchen. Dafür brauchst du Eisenplatten und Zahnräder. Eisenplatten kriegst du von nebenan. Zahnräder kriegst du theoretisch von da. Guck ich gleich mal. Also erstmal Eisenplatten da.
dann bau mal ein langes Ärmchen. Dann nimmt das lange Ärmchen, das legt es da hin und du legst es von da nach da. Das könnte aufgehen. Mal gucken. Zip. Jupp, yep, geht auf. Okay. Fehlen nur noch die grünen Chips. Für grüne Chips brauchen wir Eisenplatten und Draht. Das heißt, wir könnten das von hier uns schnappen und den Draht von da. Das klingt gut. Beschränk dich mal auf das. So. Dann kommt das nämlich eher auf das Fließband hier. Du bist doof. Du. Da. Nö, nö, nö. Da brauche ich hier eine Fabrik, die dann die Chips herstellt. Und nur ein Feld Abstand hat zu dem, damit sofort rübergereicht werden kann. So. Du bist zu nah dran. Damit das da reinkommt. Und. Sagt nichts. Hauptsache, es funktioniert. Außerdem mag ich sowas. Das ist lustig. Gut. Also, das ist auch in der Mache. Bau mehr grüne Tränke. Go. Tu grüne Tränke da rein. Noch eine Enemy Base. Wir sind bei 13. Irgendwann ist da kein Platz mehr, Jungs. Ah. Gib mir Eisen für einen Eigenbedarf. Gib mir die ganzen tollen Waffen. Was haben wir da? Wir haben eine M60 und wir haben eine M134. Shooting Speed ist 30 pro Sekunde. Shooting Speed ist 10 pro Sekunde. Du hast keinen Damage-Bonus. Du ja. Ihr habt beide ungefähr die gleiche Reichweite. Und ich sehe keine Munition. Das ist ein Problem, oder? Wo ist die Munition? Ich baue mal eine M60.